entre las sopas. Oh mein Gott! Oh mein Gott, echt gut. Wer bist du? Du bist nicht meine Schwester. Gut, meine Freunde, wir werden heute einen Tag lang alles frittieren, was wir essen sollen. Leute, ich stelle mir dieses Video richtig geil vor. Heiß und fettig. So mag ich's. Deshalb esse ich auch nur McDonald's, Leute. Vielleicht sehe ich auch so aus, wie ich aussehe. Deshalb. Naja, auf jeden Fall finden wir heraus, Leute, wie geil es ist, alles zu frittieren, was man nicht frittieren sollte und was man absolut frittieren muss. Wir haben eine fette Fritteuse und dort kommt alles rein. Ich bin hungrig, Eck ist hungrig. Wir sind jetzt in der Kitchen, Leute, und wir haben so viel gekauft. Ja, wirklich, unsere ganze Küche ist voll. Das Wichtigste aber in diesem Video ist der Teig, mit dem man das Ganze ummandeln wird, und die Fritteuse. Leute, ich habe so Bock auf dieses Video, aber ich hoffe, dass meine Extensions nicht anfangen zu brennen durch die Fritteuse. Mädchen, schickst du dir deinen Kopf da rein? Ja. Wir machen jetzt Frühstück, Leute, und ich sage euch ehrlich, Digga, ich habe so Bock auf Takis mit so Corn Dogs und so. Oh mein Gott. Cheese String, Teig, außenrum Takis, Paniermehl, nochmal Takis und dann frittieren. Und Knoblauchsoße da oben drauf. Boah, nein, kommt jetzt. Oh mein Gott, ey! Wie fängt man an? Ich kann gar nichts. Öl ist das Wichtigste in diesem Video. Davon brauchen wir eine Menge. Leute, schreibt mir in die Kommentare, was denkt ihr? Wie viel Liter Öl braucht so eine McDonald's-Fritteuse, Alter? Okay, was? Wir haben nicht mal Teig! Mehl? Mehl. Wir machen jetzt einen Teig, in den alles gehüllt wird, Leute. Und das ist das Wichtige. Wenn der gut ist, ist alles gut. Oh Gott, ich muss jetzt an Herbert denken, gell? Oder wie der hieß. Egg, willst du dich nützlich machen? Ja. Mach zwei Espresso. Hey, ich weiß nicht, wie das geht. Oh Leute, Egg ist so langsam. Ich schon Gott sei Dank hatte keine Küche oder so. Was hab ich gemacht? Unser Teig ist jetzt fertig, Leute. Ihr seht, wir haben hier einmal so Paniermehl. Dann haben wir hier den Teig. Und eine Schüssel. Wofür die Schüssel ist, weiß ich noch nicht. Wow. Jetzt, jo, jetzt machen wir Corn Dogs zum Frühstück. Leute, das ist eigentlich nicht mein Element. Ich koche nicht. Ich habe wirklich noch nie ein Video gesehen, Leute, wie man Corn Dogs macht. Deshalb seid ihr jetzt gefragt, mache ich jeden Schritt richtig? Schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr schon mal Corn Dogs gemacht habt oder Videos dazu gesehen habt. Also, ich habe Corn Dogs schon mal gemacht, aber das war in dem Internetspiel. Welche Takis willst du ausfahren, Haminge? Okay, und dann eigentlich halt nur noch frittieren, ne? Yeah. Oh, Leute. So eine Bräune will ich im Sommer haben wie der Corn Dog, aber leider bin ich eine weiße Wand. Ich frage Cheese Paul, da oder nicht? Leute, sieht so edel aus, Alter. Schön, Leute, Sal, mach ein Restaurant auf. Oh mein Gott! Oh mein Gott, echt gut. Wer bist du? Du bist nicht meine Schwester. Du bist eine Göttin. Mach mir sowas nochmal. Ich will, ich kaufe das für 10 Euro so ein Teil ab. Was ist Lieferante? Leute, kann man auf jeden Fall machen. Schmeckt Schmackes. Oh mein Gott. Leute, diese Perfektion. Ich schwöre, ich war gerade noch im Tiefschlaf. Wow. Wer bist du? Komm her. Wer bist du? Du bist nicht meine Schwester. Ich weiß, warum ich nicht kochen kann. Weil sie in meinem Leben ist. Und ich brauche dich, nicht mich. Wir machen jetzt Waffeln, Leute. Und zu Waffeln gehört Waffeln. Genau. Dinkelwaffeln. Ich bin so traurig, dass ich diesen Spieß nicht mehr habe. Er war so majestätisch, ich muss die Ränder essen. Ich würde 10 Euro einen Corn Dog, ich würde dir abkaufen. Alter, so. Diese Corn Dogs, ich kann die nicht vergessen. Oh mein Gott! Hättet ihr Bock drauf, dass Sal als Köchin mich bedient? Nein. Oh. Das ist heute für ein wunderbarer Tag. Ein guter Tag für... Nein, oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute, ich habe mein Handy verkauft, okay? Und der Typ steht gerade eben hier in der Nähe vor der Tür. Und ich habe es vergessen. Das heißt, ey, du musst jetzt hingehen. Was? Walla, wenn du jetzt nicht hingehst, gell, tue ich ganz Tag nichts mehr für dich machen. Ich muss so eine... Okay, okay, okay. Warte, wer ist der? Du musst Geld kassieren.
Oh mein Gott, Leute. Du nimmst zuerst das Geld und dann nimmst du das Handy. Aber ich bin so leicht im Beutel, kann ich vielleicht abzocken. Wie viel? 200. Oh Leute, ich hab so Angst. Jetzt geh erst. Leute, ich bin so ein leichtes Opfer und bei meiner Dummheit. Hallo. Du bist zu spät, ich schick jetzt Alina. Okay, go Alina. Du schaffst es, wenn die abgezogen wird, ist deine Schuld. Okay, tschüss. Ganz wichtig, Chaya, du nimmst zuerst das Geld. Solange du das Geld nicht... Und siehst, dass es 200 Euro sind, gibst du nicht das Kack-Handy. Oh, ich bin so dumm. Act wird jetzt mein Handy verkaufen. Ich schwöre auf alles Geld, wenn sie zurückkommt, ohne Handy und ohne Geld, Inke, nehme ich das Geld von ihr. Weil Leute, es ist nicht so schwer, einfach hinzugehen. Deswegen, ich habe eine Störung, Leute. Ich kann nicht mit Leuten reden. Ich weiß, wie dumm ich bin. Ich bin so dumm. Ja, kann man machen. Schmeckt ein bisschen wie Schnitzel. Ich muss gucken, die ganze Zeit, wo Eck ist, Leute. So Angst, dass sie es verkackt. Die hat ihr Stand ausgemacht. Oh, die weiß nicht, wie er aussieht. Die weiß nichts. Die weiß nicht, wie er aussieht. Die weiß nicht, wie er heißt. Ich fühle mich ganz würdig warten, ob ich irgendwie so große Neuigkeit oder so. Als wäre Eck tot oder nicht. Weißt du, warte ich. Gott, ist ein Spiegel hinter mir, bis ich. Junge, ich werde einen von den Müttern, die kochen, wenn sie nervös werden oder was. Ich brauche zu lange. Junge, die entführt, das war mein Schulkäfer, krass. Schreibt mal in Kommentare, denkt ihr, Eck wurde entführt? Ich rufe jetzt Eck an, Leute. Hallo? Sie klingt so verstört. Sag mir bitte, ob sie das Handy in der Hand hat oder nicht, Inge. Sag's mir einfach, okay. Der hat gesagt, ohne Akku 75 Euro. Ich töte dich. Spaß, Mama, dein Geld. Ja, ich bin reich. Ich muss auch wieder mit eBay anfangen. Aber ich habe keine Wertsachen, Leute. Oh mein Gott, Leute, ich muss so viel verkaufen, gell? Ich muss auch verkaufen. Inge, was könnte ich verkaufen? Wir verkaufen meine Socken. Wir versuchen jetzt Kugeln Eis zu frittieren, Leute. Das ist das Schlauste. Finden wir jetzt heraus. Das sind unsere Sorten. Strawberry, Cookie Dough, Brownie und Caramel Choo Choo. Die ging dem aus. Soll ich auch ein Panier? Das fühlt sich so illegal an. Ich schaff alles. Es wird safe alles auslaufen. 110%, Digga. Ja, es läuft jetzt schon. Wir teilen sein Eis. Ich hab keinen Bock mehr. Das Eis ist kalt. Wir verstecken uns in Eggs. Mal gucken, ob sie uns findet. Oh mein Gott, ein Schuldenbrief. Hey. Ja. Hier. Und ich als Pizzaliebhaberin frage mich, wie schmeckt eine frittierte Pizza? Oh mein Gott, Leute. Das ist nice. Oh nein! Der ganze Käse! Und der Belag ist ab. Oh nein, oh mein Gott, der ganze Belag ist ab. Leute, ich frittiere eigentlich dann nur Teig, Digga. Oh nein, das endet nicht gut mit Pizza. Runtertauchen! Runtertauchen! Ja, aber das hält nicht bei mir irgendwie. Da sind irgendwelche Bälle rausgekommen. Also, ich glaube, ich will nicht mehr 100 pro Tag, sondern 130, 150. Also, ich habe nur noch einen Teig ohne Belag und irgendwelche Bälle. Oh, ich, ja, ich gehe nicht da drauf einfach. Ah! Ich bin so verstört, also wie kann ein Mensch so schlecht Sachen machen und sie noch so anstellen? Eck, dass du jetzt mit dem Zebertuch da rumgehst, bringt auch nicht viel, gell? Boah, Leute, also keucheln mir nichts für mich. Junge, ich sag, sie wird schneiden, gell? Die packt Schokosoße weg. Welches der Stücke möchtet ihr? Ihr dürft aussuchen. Das kleinste. Frittierte Pizza bei Egg, Leute, weiß ich nicht, bin ich skeptisch. Allgemein das ganze Video, ich bin sehr skeptisch. Ich bin selber skeptisch, ich glaube, das schmeckt nasty. Ja, ich schmeckt nasty. Mm. Obwohl, irgendwie ist geil, irgendwie auch eklig. Ja, Mann. Das erinnert mich an Fisch. Was? An frittierten Fisch. Noch nie gegessen. Fischstäbchen hast du noch nie gegessen. Stimmt, es schmeckt nach Fischstäbchen. Frittiertes Essen liegt so schwer im Magen, Leute. Ich schwöre, mein Bauch ist so voll. Ich glaube, ich muss kotzen oder so. Oh mein Gott, soll ich was Geiles machen? Du. Was ist das? Leute, das sieht aus wie so ein Fußball. Aber ich glaube, Inga, so wie ich dich kenne, du hast da Mozzarella reingemacht. Nein! Nein! Ich wusste doch. Kein Cheeseball, Inga. Ich wusste doch. Das ist aber einfach nicht geschmolzen. Nichts passiert damit. Nein? Nein. Da ist noch kalt innen drin. Was? Ja, Mann. Oh mein Gott, will ich nicht. Okay, probier den Teig. Oh, der ist ehrenlos, Alter. Mein Spiel, die Tag ist richtig raus. Die sind voll scharf. Ich bin so voll, dass ich mich gerade übergeben musste, um wieder Platz zu haben, Leute. Ich habe keinen Platz mehr. Mein Magen ist voll. Aber jetzt essen wir weiter. Komm mit. Ich bin das! Ich liebe Mochis. Ich habe Gefühle für Mochis. Oh mein Gott, guck mal, wie geil. Wo sind die Bälle? Ich würde es sagen, Schweinestall. Leute, frittieren ist ein Schweinestall. So gesehen frittieren wir eigentlich Eis. Weil Mochis ist ja innen drin Eis.
Mmh. Es schmeckt auch interessant, merkwürdig. Ja, es schmeckt wie McDonald's. Cheesecake-Tasche. Es gibt keine Cheesecake-Tasche. Ja? Nein? Digga, seid ihr wann? Ich bin da jeden Tag. Nein. Warte, da läuft alles raus. Melissa hat falsch reingebissen. Ja, meine Kleine. War ganz gut, Leute. 9 von 10. Schmeckt wie von McDonald's. Diese Erdbeer-Cheesecake-Tasche. Ich schwöre, hast du probiert? Ja. Ich schwöre, ich kann nicht mehr. Hast du schon gekotzt? Ja. Verstanden. Ich bin so K.O., Leute. Mein Gott, Leute, Maggis ist da! Leute, Maggis ist da! Und was jetzt werden wir... Was? Das kann ich nicht. Ich glaube, Leute, da war, glaube ich, oder irgendjemand hat mit mir gerade gesprochen nochmal. Leute, Maggis ist da! Und was ich jetzt frittieren werde, ist dieser leckere, saftige Cheeseburger. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, das Brot wird nicht nasty. Ich hoffe, das Fleisch schmeckt noch immer gut danach. Und dass der Käse... Alter, irgendjemand ist in mir drin. Ich hätte nicht geschreit, Alter. Oh mein Gott, Leute, Maggis ist da. Und das fühlt sich so illegal an. Oh mein Gott, das ist dicker. Das ist plus 10 Kilo, Alter. Okay, okay. Vorsichtig. Mach rein. Jetzt träumt sie von der Ketchup-Lohn. Ich sehe gleich gern gefällt Cheeseburger auf meinen Kopf. Ein Cheeseburger ist von Inga, ein Cheeseburger ist von mir. Du musst beide tasten und erraten, was war. Der ist von Inga. Und ess und sag, was dir mehr schmeckt. Optisch sieht der besser aus. Mhm. Eine verwirrte 7. Mhm. Das ist schwer. Das war meiner, den hast du besser bewertet und das war Inga. Vom Aussehen her. Was? Vom Aussehen her sieht der besser aus, weil... Du hast gesagt, eine 7, weil es gut schmeckt. War auch gut. Ja, das war meins. Ja, Cheeseburger schmeckt jetzt nicht anders, gell? Also es war halt sehr fettig, sehr heiß und ein bisschen komisch gerochen. Ja, 7 von 10. Sally muss jetzt testen, was ist. Ob sie es herausfindet, weiß ich nicht. Eigentlich stimmt, dass ich euch vertraue, gell? Oh. Was? Oh mein Gott, Kacke. Was? Kacke. Kacke? Kacke. Oh mein Gott. Das ist Hähnchenpute. Spaß. Das ist mich voll verbrannt. Was ist das für ein Klotz, Junge? Gönn dir. Blaubeermuffin, gell? Das ist der Muffin. Du hast den Muffin gemacht, oder? Ich hab alles gemacht. Das ist so klar, Digga. Was kannst du eigentlich? Doch, der Muffin ist geil, Leute. Hab mich so kotzübel von den ganzen Sachen. Das ist so fett. Du guckst mich so an. Meine Augen sind wie von Mercedes. Was? Digga, ich habe so viel fettige und frittierte Sachen gegessen. Wirklich, ich glaube, mein Magen ist schon voller Fett. Akne incoming. Leute, jemand hat mir unter meinen TikToks geschrieben, warum verabschiedet ihr euch nicht mehr unter den Videos? Das, was ihr gerade gesehen habt, war Sales Art, euch zu verabschieden. Bis bald. Solange du das Geld nicht... Und siehst, dass es 200 Euro sind... Gibst du nicht das Kack-Handy? Oh, ich bin so dumm.